Hallo liebe Spielefreunde, mein Name ist Benjamin Braun und ich begrüße euch herzlich zur Gamers Global Preview zu Hitman 2, dem neuen Teil von IO Interactives Meuchelmörderreihe. Die hatte es bekanntlich beim letzten Serienableger mit einem Episodenkonzept probiert, diesmal zieht ihr mit Agent 47 hingegen wieder in einem von Beginn an vollständigen Abenteuer los, um Kartellbosse und andere Kriminelle kreativ und möglichst leise das Licht auszuknipsen. Auch wenn Hitman 2 nicht mehr mit zeitlichem Abstand in Episoden veröffentlicht wird, bleibt der dänische Entwickler so ziemlich jeder Funktion treu, die auch im letzten Teil eine Rolle spielte. Ihr könnt in den großen Einsatzgebieten wie Miami oder Kolumbien entweder komplett auf eigene Faust losziehen, aber auch die sogenannten Story-Missionen aktivieren. Dabei werdet ihr wie gehabt mit einem speziellen Marker auf einen möglichen Pfad hingewiesen, um ein erfolgreiches Attentat zu vollziehen und könnt euch am Lösungsweg dabei mehr oder weniger vollständig entlanghangeln. In Kolumbien erfahre ich etwa, dass die abergläubischen Arbeiter, die eine Kokainfabrik errichten sollen, nach der Entdeckung einer Grabstätte die Schaufel beiseite legen, aber auch, dass ein Schamane die Geister der Toten besänftigen könnte. Gelingt es mir also, das Kostüm des Schamanen zu besorgen, kann ich mir in seiner Rolle Zugang zur Baustelle verschaffen. Klar könnte ich den Schamanen und seine Jünger auch einfach über den Haufen ballern oder sein Drogensüppchen mit tödlichem Gift versetzen. Ich töte aber natürlich keine Zivilisten und gebe stattdessen ein nicht tödliches Gift in den Topf, das beim Schamanen Brechreiz erzeugt. So ulkig das Kostüm des Schamanen ohnehin bereits ist, ihr dürft euch in Kolumbien unter anderem auch als eine lokale Showgröße oder als alternder Hippie verkleiden, beweist IO Interactive Humor, nicht nur wenn Nummer 47 dann tatsächlich das vermeintliche Ritual durchführt, sondern auch bei der Ausführung des Tötungsauftrags selbst. Die Leiterin der Baustelle, die Kartellangehörige Andrea Martinez, folgt mir in der Rolle des Schamanen dorthin, um sich vom Erfolg des Rituals zu überzeugen. Sobald die Arbeiter wieder ans Werk gehen, inspiziert sie gemeinsam mit dem Vorarbeiter die Baustelle und ich habe verschiedene Optionen, die Dame auszuknipsen und das Ganze wie einen Unfall aussehen zu lassen. Welche Unfälle möglich sind und welche nicht, das hängt sehr von meiner Ausrüstung ab. Ein Starkstromkabel isoliere ich nur mit einem bestimmten Werkzeug ab und baue es zur Falle um. Was hingegen immer geht, ist ein schweres Objekt von einem Baukran stürzen zu lassen. Nur der richtige Moment will gewählt sein. Manche der Lösungswege, wie die mit dem Schamanen und der Baustelle, sind nur eine begrenzte Zeit verfügbar. Die Zielpersonen folgen zwar schleifenförmig einem bestimmten Ablauf, der sich später aber unter Umständen ändert. Andrea Martinez hätte ich etwa auch mit einer großen Statue über einer Bühne erschlagen können. Dafür allerdings hätte ich dafür sorgen müssen, dass die Band spielt und sie tatsächlich auf die Bühne ans Mikro tritt. Nur dann nämlich steht sie genau dort, wo die Statue schließlich aufschlagen würde. Obgleich die Lösungen der Story-Missionen, von denen es für jede Zielperson grundsätzlich gleich mehrere gibt, tendenziell am spektakulärsten ausfallen, einen korrupten Rennfahrer am Stadtkurs von Miami schaltet er etwa aus, indem er dessen Fahrzeug als falsches Mitglied der Boxencrew auf verschiedene Arten manipuliert, habt ihr aber generell noch viele andere Möglichkeiten. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch einfach mit entsprechender Feuerkraft anrücken und alles über den Haufen ballern, was euch vors Visier läuft. Das Ballern fällt meinem Eindruck nach etwas leichter aus als im letzten Teil, da der Hitman offenbar mehr einstecken kann. Gute Bewertungen gibt es aber natürlich nur, wenn niemand mitkriegt, dass ihr überhaupt dort wart. Auch in vielen anderen Bereichen verändert sich an der grundlegenden Spielmechanik nur wenig. Betäubte Wachen schlafen also weiterhin zuverlässig bis zum Abschluss der Mission, wenn ihr sie versteckt oder sie nicht von anderen gefunden und geweckt werden. Es soll aber bei der Wahrnehmung der Gegner Verbesserungen geben. So hat mir der Community Manager im Interview gesagt, dass uns NPCs nun etwa auch im Bad im Spiegel entdecken können. Als wir allerdings mit einem überfluteten Becken einen Diener ins Bad locken, funktioniert das System offenkundig nicht. Derartige Schwächen oder einfach auch Dinge, die wenig Sinn machen, aber der Spielbarkeit zuträglich sind, kennen Fensterreihe ja zur Genüge. Laufe ich also einmal als Gärtner verkleidet an einer Wache vorbei und später an derselben Wache als Kellner getarnt, fällt dem Gegner nicht auf, dass da etwas faul ist. Achten muss ich aber natürlich weiterhin darauf, wo und bei wem eine Verkleidung funktioniert. Auch dabei kommt das System aus dem Vorgänger zum Einsatz. Lege ich die Klamotten einer Kartellwache an, werden sich mir die normalen Bediensteten im Haus nie in den Weg stellen. Bei anderen Wachen sieht das anders aus. Die einzelnen Gruppen haben jedoch spezielle Angehörige, die mehr zu sagen haben. Erscheint, was nur bei den niedrigen Schwierigkeitsgraden der Fall ist, ein weißer Punkt über dem Kopf eines NPCs, dann weiß ich, dass er oder sie schnell misstrauisch werden wird und ich ihm lieber nicht zu nahe kommen sollte.
Und damit möchte ich zu meinem persönlichen vorläufigen Fazit kommen. Ich bin froh, dass IO das Episodenkonzept nicht fortführt. Ich warte auch bei storylastigeren Titeln, genauso wie bei Serien, nicht gerne wochenlang auf die nächste Folge. Jetzt kann ich das Ding endlich wieder an einem Stück spielen, auch wenn Missionserweiterungen als DLC bereits geplant sind. Abseits der Streichung des Episodenkonzepts ändert sich nicht wirklich viel im Vergleich zum letzten Teil. Aus spielerischer Sicht finde ich das trotz gewisser Macken gut, denn gerade die vielen kreativen Möglichkeiten, die Zielpersonen im Level auszuschalten, bleiben damit erhalten. Nicht ganz so gut ist das in technischer Hinsicht. Schlecht sind Grafik und Performance vielleicht nicht und bei Animationen oder den exorbitanten Ladezeiten gibt es sogar Verbesserungen im Vergleich zum Vorgänger. Aber ganz auf der Höhe der Zeit ist Hitman 2 visuell halt auch nicht. Selbst Open-World-Spiele schaffen Details wie Fußspuren im Matsch, IO gelingt das selbst in deutlich kleineren Levels nicht. Das stört mich letztlich allerdings nur begrenzt. Für die Geschichte, die nun stringenter und nachvollziehbarer erzählt werden soll, verspricht IO indes ebenfalls Verbesserungen. Überzeugen konnte ich mich davon bei meinem mehrstündigen Hands-on aber noch nicht. Ein paar pfiffige neue Ideen für zusätzliche Online-Spielmodi hat IO übrigens in petto, auch wenn ich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Preview noch keine Details dazu nennen darf. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie gemeinsam mit dem Contracts-Modus zum Erstellen eigener Missionen oder den regelmäßigen Events und Challenges ihren Teil dazu beitragen werden, dass Hitman 2 ein ähnlich ergiebiges und langlebiges Paket bieten wird, wie es beim Vorgänger der Fall war. Meine Einschätzung nach den jüngsten Eindrücken ist ein klares Gut. Diese Preview gibt es als Video, Audio und Text. Alle weiteren Informationen zum Spiel findet ihr wie immer auf gamersglobal.de.